herzlich willkommen. Ihr guckt die Startrampe und wir sind hier gerade auf unserer zweiten Tour-Etappe unschwer erkennbar in den Alpen unterwegs. Das ist natürlich Quatsch, weil wir in Hamburg sind. Wir sind in Hamburg, weil wir hier Großartiges vorhaben mit Tizi. Tizi ist einer der Künstler, von dem wir gerade sagen, der gehört zu den coolsten und spannendsten in ganz Deutschland. Aber pro Staffel sind es natürlich immer drei an der Zahl. Wer die sind und was bisher geschah bei Startrampe, das seht ihr jetzt. Drei Bands, drei Moderatoren, auf einer Reise kreuz und quer durch die Republik. Eine Woche, die sie nicht so schnell vergessen werden. Unterwegs zwischen Pop-Business und Provinz, zwischen Musik machen und mal schauen, was geht. Die 17. Staffel Startrampe mit Mine aus Mainz, präsentiert von Lauri Reichert. Mit Blackout Problems aus München. Präsentiert von Sam Hopp. Und in dieser Folge mit Tizi aus Kiel. Präsentiert von Christina Wolf. Und wenn mich irgendjemand fragt, was ich so am Leben liebe, sag ich, Stege, ich zeig's dir. Wir erfüllen jetzt eine Woche lang deine Wünsche. Mit Tizi ging es vom ersten Kilometer an in die Vollen. Beim Segeln in Kiel gab es tiefe Einblicke ins Musikerdasein. Beim Unterwasser-Interview ging es hoch hinaus. Ich hab euch alle sehr lieb gehabt. Und Tizi hatte ganz schön Muffensausen. Zum Glück haben wir in Hamburg Produzent und Buddy Tino aufgepickt. Alles gut? Der ab jetzt immer an seiner Seite ist. Die Startrampe exklusiv. Fast immer zumindest. Keine Zeit zum Lärm, ich schlapp heute auf dem Fußballplatz. Na gut. Wow, was für ein Service. Hey. Hachchen. Na? Wo geht's hin? Zum Herrn von Eden. Wer ist das? Das ist ein Anzugmann. Der macht dir jetzt einen schönen Anzug. Geil, echt? Damit du auf der Bühne noch besser aussiehst. Dafür ist Herr von Eden genau die richtige Adresse. Der Modemacher sorgt seit Jahren dafür, dass Jan Delay immer schnieke ausschaut und hat auch schon Outfits für Lady Gaga oder die Ärzte entworfen. Heute pimpt Herr von Eden Tizis Bühnenoutfit. Ich grüß meinen Nachbar, sag, wie geht's? Doch ergibt sich sehr. Verstört, denn Google sagt mich, gibt's nicht mehr. Herzlich willkommen. Hi. Christina. Florian. Hi. Toni, hi. Freut hi, mich. Toni, schön, hier zu sein. Freut mich, dass ihr da seid. Wir wollen ihn ungefähr so schick kriegen wie dich. Wäre schön, wenn oder? Das ginge. Das ist kein Problem, mach ich mir keine Sorgen. Bringst ja alles mit dafür. Den Rest habe ich da. Und an was hast du denn gedacht? Ein Bühnenoutfit? Genau, ja. Bühnenoutfit. Also ich bin normalerweise so, ich sag mal, ich habe hier ein paar Schuhe und das ist die Substanz sozusagen. Yeah. Die roten Bühnenvans, die trägt die ganze Band. Aha. Das Outfit müsste quasi drumherum geschustert werden. Und normalerweise tragen wir schwarze Anzughose, weißes Hemd, schwarze Fliege oder schwarze Krawatte und Hosenträger. Vielleicht schaffen wir es für dich ein bisschen so eine Modifikation, dass du dich so ein bisschen raushebst. Das weiße Hemd kann ja bleiben, wie es ist. Und es ist einfach das so drumherum so ein bisschen bunter gestalten. Dann hebst du dich vielleicht auch als Frontmann so ein bisschen ab von der Band. Und das ist, ohne dass das okay? du da. Das ist schön, oder nicht? Ich finde, es klingt gut. Und die Fliege müssen wir binden auf jeden Fall. Ja, meine echte Fliege. Wir haben immer bloß so mit Schnallen bis jetzt. Ja, das kriegen wir auch hin. Na gut, dann los. Okay. Einmal würde ich dir empfehlen, du siehst es bei mir. 100% Schurwolle. Coolwool. Coolwool. Das Erste, was ich mache, wenn jemand reinkommt, ich check immer, was für eine Größe hast du. Das ist schon schön. Sehr schön, oder? Cool. Cool? Cool. Dann. Da schauen wir. So falsch nicht. Das ist jetzt ein bisschen mehr Ton in Ton. Mhm. Dann lassen wir die einfach mal an und suchen eine Fliege. Alles klar. Ich kann die. Was natürlich geil ist, ist einfach was Kräftiges, Rotes auf der Bühne. Da zieht es das Auge hin. So eine Variante finde ich auch toll. Die ist so ein bisschen so eleganter mit so einem subtilen Muster drin. Dieses Ding an der Hand. Aber findest du, dass es zu den Schuhen passt? Ja. Obwohl die so grell sind? Ja.
Das ist ja der Gag. Also ich meine, das ist ja der Gag. Ihr habt ja diese grellen Schuhe an. Ja, und das ist ja der, das ist der Gag, der jetzt sich durchzieht. Wir können jetzt ja noch mal eine zweite. Also einmal probieren wir jetzt noch mal aus. Du musst ja noch mal das richtig binden lernen, draufkriegen, das mit dem Binden. Da kommst du nicht dran vorbei. Und dann probieren wir mal eine andere Variante. Ja? Lass eine binden. Okay, gut. Lass mal hier anfangen kurz. Ah, okay. So, jetzt gehst du einmal hier um deinen Oberschenkel rum, legst die so übereinander. Legst du das hier einmal rum und dann klappst du das hier wieder so rüber. Einmal drunter durch. Ups. Aber es wird doch schon, oder? Es wird. Ne? Und jetzt ist ja völlig klar, der muss jetzt da rüber. Und gehst damit rüber. Warte mal, wie kriege ich jetzt den noch fester? Das sieht sehr gut aus. Einfach mal hochziehen und von zack, hast du schon. Wow. Hat er gut gemacht. Hast du sehr gut gemacht. Willst du mal testen? Ja. So. Die macht einen schmalen Hals. Ja, die ist ein bisschen anders geschnitten als die erste, die wir da hatten. Bisschen schmal und länger, ne? Ja. Und die sah mehr wie ein Geschenk aus, ne? Was mehr so? Also ich finde das ist schon cool. Toll. Ja. Sieht gut aus. Ja. Ja, ne? Wie Justin Timberlake. Ach nein. Wie findest du die? Die finde ich sehr schön. Besser als die rote, ne? Oder? Ich finde die cooler. Also der Akzent ist immer noch auf den Schuhen, aber hier oben ist es, wie du sagst, cooler. Ja. Nicht? Wir haben alles abgemessen. Ich habe auch schon alles aufgenommen. Ich gebe die Hose jetzt zum Schneider. Ihr könnt einen Moment warten. Wenn ihr möchtet, bedient euch doch gerne am Klavier, an unserer Bar. Ja, sag das doch mal vorher, dass hier was zum Pickeln ist. Komm, ich nehme dir das mal ab und dann versorgt ihr euch schon mal. Vielen Dank. Macht euch die Wartezeit ein bisschen gemütlicher. Ja? Danke, vielen Dank. Ich bin gleich wieder da. Komm schnell. Hey, ja, ja. Was nehmen wir? Auf was hast du Lust? Okay, mal gucken. Ein schöner Gin ist auch was Gutes. Pur. Ja, Whisky pur ist ja genauso. 44. Gin Tonic. Komm, ich trinke auch einen Gin. Das ist was Leichtes. Jetzt gerade um die Mittagszeit. Bis der Gin. Prost. Eieiei. Ja, rein damit. Puh, das ist gut. Ich fühle mich ungefähr so jetzt. Vielleicht sollen wir noch einen anderen trinken. Echt? Ja, klar. Boah, ich kann nur einen ganz kleinen, einen ganz kurzen. Mach. Ich hab noch Gin. Mach. Gleich hinterher jetzt aber. Soll man nicht mit Wasser spülen? Nee. Hast du das geäxt? Schmeckt ein bisschen wie im Abgang wie Kochschinken. Mach mal. Mhm. Mhm. Im Abgang. Ja, so. Boah, oh. Durch die Nase Kochschinken. Echt? Echt? Oh, das ist ekelhaft. Wollen wir los? Ja, komm. Vielleicht sind die Leute schon fertig mit dem Schneider. Wir haben es geschafft. Puh. So schnell? Ja. Puh. Krass. Schön. Boah, das ging ja schnell. Ein schönes Bühnenoutfit für dich. Dankeschön. Ich hoffe, du hast sehr viel Erfolge damit. Okay. Vielen Dank. Ciao. Zusammen. Tschüss. Ciao. Schön, schön. So, holen wir einen Gino ab, ne? Jetzt zeigen wir ihm, was wir dir gekauft haben. Ich will noch mal reingucken. Meinst du, er ist neidisch? Hätte auch gern sowas. Ja, passt ihm vielleicht nicht. Aber. Nee, er ist eigentlich eher der legere Typ so. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Teasys Produzent Tino ist in der Tat ein tiefenentspannter Dude. So einen braucht man auf Reisen. Hallo.
alles gut? Komm rein in die gute Stube. Der schöne Brust. Ja. Hallöchen. Hallo. Ja, wir waren bei Herrn von Eden. Schön, Anzug geworden, oder was? Ist schön, warte, ich zeig dir. Sag mal. Hier, Hemd. Ich bin reingekommen und er hat mir sofort gesagt, was meine Größe ist. Zu den Roten. Riecht's? Riecht's gut? Das ist richtig frisch. Hosenträger ist hier. Ah. Schick. Und die Fliege natürlich. Selbst gebunden von mir. Dein Ernst? Ja. Kriegst du das nochmal hin? Klar. Ja, nee, schön. War schön. Der Herr von Eden. Hätten wir dir was mitbringen sollen? Bist nicht so, ne? Hab ich doch richtig gesagt. Also ich trage schon Anzüge so, aber. Aber da muss schon, der Anlass muss da schon. Da muss schon ein richtiger Anlass da sein. Da muss schon Hochzeit auf Geburtstag fallen. Aber du bist nie auf der Bühne irgendwie, oder? Nö, also ich war jetzt ab und an so. Wenn der andere mal nicht kann, dann mache ich das dahin. Ja. Ich war zum Beispiel in der Schleierhalle, habe ich den DJ gespielt. Mhm. Und in Freiburg. Und fühlst du dich wohl? Das macht Spaß. Ja? Ja. Wo geht's hin? Nach Berlin? Nach Berlin. Von Hamburg aus rund 300 Kilometer Autobahn. Genügend Zeit, um einfach mal aus dem Fenster zu glotzen oder die Augen zuzumachen. In Berlin angekommen, wartet schon der nächste Herr auf Tizi. Bei Herrn Hasel gibt es den passenden Haarschnitt zu den neuen Klamotten. Hi. Hallo. Hi. Herr Hasel. Ja. Christina. Harald, grüß dich. Hi. Hallo. Toni, hi. Toni, grüß dich. Harald. Tino. Hallo. Tino. Hi. Und das ist Béranger. Ah, ja, Béranger. Ist hier, hallo. Hey. Hi, Christine. Na, was führt euch zu mir? Ja. Kopf. Wenn noch was zu retten ist, dann. Ja, können wir machen. Dann würde ich das gerne noch ein bisschen optimieren. Mhm. Ja, viel ist nicht zu machen, ein bisschen rausgewachsen. Ja, können wir gerne machen. Das sieht man direkt, ne? Also bei mir ja, ein bisschen ja, am Bart ja. Trimmen und hier oben ein bisschen und hier oben. Mache ich ein bisschen was. Da werde ich zaubern, ja. Bist du auch so, dass du beim Reinkommen direkt erkennst, so, was Sache ist? Ja, ich habe das trainiert. Das Wichtige ist halt Informationen für später. Wenn du dann auf meinem Stuhl sitzt, die Haare sind nass, du siehst anders aus, ja. Dann muss ich das abrufen können, was war da vorher, als du da reinkamst. Ja. Kommst du mit? Sehr gerne. Schau mal, hier setzen wir uns her auf den goldenen Stuhl. Ta-ta-ta. Ups. Ja. Ich glaube, so lassen wir es direkt, ja? Ja, genau. Ein bisschen Haarspray und dann geht schon. Dann hält die Laube. Gibt's den Weiß auch? Frisur immer ins Haar greifen. Ne? Immer so ein bisschen schon mal vorstylen, obwohl noch gar nicht geschnitten ist. So. Die Haare kämmst du nach hinten. Das habe ich schon gesehen, als du reinkamst. Hast du schon eine Idee? Du gehst da so richtig psychologisch ran und auch philosophisch. Findest du psychologisch? Ne? Ja, das ist eine Mischung von allem. Ich mag das. Ich mag das. Wenn du Konzerte gibst, was gibst du denn in die Haare rein? Was nimmst du denn da? Meistens nehme ich so ein Gelwachs, so was Weißes. Wachs bildet dir einen Film ums Haar, der steifer wird, sodass das Haar kräftiger und dicker ist. Ja, falls er so aus dem Flugzeug steigt und der Wind kommt wie bei hier. Das ist Drei-Wetter-Taft, ja. Das muss sitzen, ne? Berlin, die Frisur sitzt. Genau. München, 30 Grad, die Frisur sitzt. Kaulsdorf. 17 Grad. Ja, nochmal nachfrisieren. Wow. Fertig. Wie fühlst du dich? Reingreifen. Nee, sehr gut. Ich kümmere mich erstmal um deinen Freund. Ich finde, er sieht jetzt gut genug aus. Just good enough to perform. Du hast das Klavier ist ja in Betrieb, oder? Wir haben ein Klavier hier. Das ist ein Klavier. Wir haben das reingestellt. Ja, verrückt.
Ja, wenn du magst. Ja, gerne vielleicht. Also, wenn jemand Klavier spielen kann. Ja, ich glaube. Vielleicht. Der Angé, hast du Lust, was zu spielen? Ja, kommst du? Ah, Béranger. Tout, ja, Monsieur. Tout suite. Tout suite. Very handsome. Very good. Danke. Yes. Für Christina Wolf. Du weißt, dass du manchmal nicht zufrieden bist und dass es für mehr momentan nicht reicht. Du hegst keinen Zweifel, dein Leben liebt dich nicht. Den Kopf hoch, wart nur, alles braucht seine Zeit. Freude kommt, Freude geht, das ist, was ich dir beteuern will. Yeah, yeah, yeah. Es wird nicht gehen, wenn du Rücksicht nimmst. Wenn er Rauch sich verzieht, siehst du das Feuer will. Und jetzt greif in die Sterne, pflück dir Träume für dich selbst, bis du glücklich bist. Die schöne Zeit ist lange. Really cool. Oh, merci, merci, merci. Ich danke. Ja, die zwei Jungs. Danke dir. Bitte, bitte. Wow, richtig frisch. Ja, danke, Harald. Hey, man. Pleasure. Hope you enjoyed that haircut. Harald, danke schön. Ja, danke. Danke fürs Vorbeikommen. Danke für die Inspiration. Ja, bitte gern. Also dann. Ja, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Morgen. Morgen. Die hohe 5 für den Busfahrer. Die hohe 5. Wir sind total gut ausgeschlafen. Unsere erste Nacht in Berlin. Für dich ja eh zu Hause. Zu Hause. Gleich blühst du auf. Und nach unseren Herrensachen gestern, also Herr von Eden, Herr Hasel, der die beiden geschnitten hat, sind wir heute bei den Herren von Union Berlin. Wir spielen heute Fußball. Ich nicht, ich guck zu. Du spielst nicht? Ich trau mich nicht. Ey, du bist Torwart. Bist du bescheuert? Nee, ich weiß ja, dass du es kannst. Und die Typen, die wir treffen können, sowieso. Machen wir da nichts im Bett. Tino und ich setzen uns an den Rand und trinken Bier. Tino spielt auch nicht mit? Nee, das habe ich jetzt gerade erfunden. Mal gucken. Dann fahren wir hin. Ausruhen ist nicht. Nicht auf Tour. Keine Zeit, Mama, ich bin auf dem Platz. Im Stadion an der Alten Försterei bekommt Tizi aber erstmal eine Führung über den heiligen Rasen seines Lieblingsvereins Union Berlin. Bei dem kicken viele alte Freunde, mittlerweile professionell. Sein alter Bandkollege Yves arbeitet auch dort und der hatte gerade erst Geburtstag. Yves Barkes macht hier Praktikum gerade, ne? Ja, richtig. Der ist da vorne im gelben Container. Bei AFTV, Alte Försterei TV. Wollen wir da mal hingehen? Ja, wäre schön. Ja? Ich glaube, er weiß sogar, dass ich hier bin, aber nicht mit was. Deswegen können wir ihn vielleicht so ein bisschen überraschen mit der Sache, die wir dabei haben. Ja, super, gehen wir hin. Mit der schönsten Torte der Welt. So. Psst, psst. Warte mal, ich gebe dir die mal. Dann ist es eine größere Überraschung. Okay, dann warte. Die klopfen. Dann überraschen wir den. Schläft bestimmt.
Eieiei, oh, hey. Mithund! Hallo! Na? Ja, alles Gute nachträglich, Digi. Tino ist auch da. Danke. Alles Gute nochmal nachträglich. Ja? Das danke ist Christina. Mal. Hi. Hallo. Alles Gute. Christina. Wir haben eine ganz kleine Überraschung für dich, Digi, zum Geburtstag. Eine kleine? Ist so nicht. Ich mal. Wow. Sehr schön. Mit Messer. Hast du gemacht? Ja, ja. Hab ich mir gedacht. Vorhin. Vorhin, ja. Auf der Fahrt, ja. Ja, schön, dass ihr hier seid. Freut mich. Danke nochmal. Ja, wir können natürlich ein Stück essen, aber nicht ganz so viel, weil ihr müsst jetzt noch Sport machen. Und ich glaube, so mit Torte im Bauch kann man nicht so gut Fußball spielen. Oder? Kannst noch kicken? Geht auch. Geht. Geht alles, ne? Pack mal's. Zieht euch um. Ja. Und die Torte stellen wir kühl so lange. Kalt. Alles klar. Bis gleich. Ich bin jetzt auf jeden Fall der Schiri und so kann man natürlich nicht spielen, weil es nicht fair ist, wenn ihr drei gegen drei Profis spielt, oder? Wir mischen es auf jeden Fall durch. Aber Toni, das sind deine alten Das sind meine alten, genau. Wer ist wer? Steve Skripski. Sehr, immer außer Kontrolle. Tag. Hi. Bin gespannt für den Spruch. Jo, geh mal ein Stückchen aus dem Regen. Björn Koplin. Björn Koplin. Ja? Ja. 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 Bist aber quirlig, meine Damen und Herren. Tachchen, Christina. Ja, um was wollt ihr spielen? Um 100 Liegestütze. Ich würde sagen, 100 Liegestütze muss der Verlierer machen. Ja. Das finde ich eine gute Sache. 100? Ja, 100. Schneller macht die Hälfte. Ist egal. Und du? Oh ja, oh, oh. Gute Stoff! Elfmeter! Verball gespielt! Ich finde, es waren Elfmeter. So, zeig mal die Fahne, wenn du das. Das ist mein Job. Was denn? Was denn? Was denn? Jetzt fangen wir an zu spielen. Mach ihn! Das ist gut, danke. Alles Gute. Ja. Gute Leistung. Schiri war ein Tor, ne? Und hier ist die Bisswunde. Ja, schauen uns nachher die Videos an. Jetzt 100 Liegestütze. Ja, komm, Verlierer runter. Verlierer runter. Ja. Bei der Mannschaft würde ich mal Dopingkontrolle machen. 100, das ist nicht so viel. Macht ihr 33. 90. 91. Wer zählt ihr? 92. 5. 2, 1. Haben wir ganz paar vor mir, Jungs. Reicht? Ja, ist okay. Ich bin absolut beeindruckt von deinen fußballerischen Tricks und Fähigkeiten. Und dennoch wollen wir jetzt die sportliche Seite für heute mal hinter uns lassen. Jetzt fahren wir nämlich zu Yves in den Keller. Und was da passiert, das klingt gruseliger als das, was ich gerade gesagt habe. Das klingt unangenehm. Jetzt sind wir endlich im sagenumwobenen Kaulsdorf angekommen. Seit Tagen höre ich die wildesten Geschichten. Und jetzt sind wir in deiner Hut. Ja, es ist Kaulsdorf, auch Yves Hut. Kaulsdorf City, K-Town. Schön. Die berüchtigten Anfangstage der K-Com. Der ersten Gang in Kaulsdorf. Ja. Wo du immer noch das Mäppchen trägst. Gang-Sign ist so, K. Und ja, hier hat alles angefangen. Yves, du wohnst immer noch hier. Ich wohne immer noch hier, richtig. Und vermisst Toni Tisi. Ja. Sehr doll, sehr doll. Kann man schon so sagen. Yves ist ganz stolz mit seinem Moped zu uns runtergefahren in den Garten. Hat sich hingestellt so. Und dann habe ich gesagt, komm, wir machen eine Tour, ich hole meinen Helm. Und dann bin ich wiedergekommen, will er sein Moped anmachen. Und keine Ahnung, gibt zu viel Gas.
Es ist so, dass man musste den starten und ein bisschen Gas beigeben oder die Bremse ziehen. Und beim Bremse ziehen habe ich halt das Gas auch gedreht und bin dann mal direkt in Tonis Hecke rein. Liegen geblieben und beim Liegen. Und immer noch weiter Gas gegeben. Als Zizi und Tizi haben Yves und Toni angefangen, Musik zu machen. Also geht es jetzt runter in den Keller und zurück in der Zeit. So, willkommen. Ich nehme mir erstmal einen Whisky. Ja. Oder was ist das? Das ist der erste Schritt hier. Oh, hier ist das erste. Das allererste. Die Juno Stories. Kam nur auf Schallplatte raus. Das Juno Stories war das erste Zizi und Tizi Album. Ist, wir sind zu zweit. Im Schulgeschäft, ich hab schon gemerkt, das habe ich schon gemerkt. Schulgeschäft sehr gut gelaufen. Ja. Wir sind immer mit Koffer in der Schule und haben dann die Alben quasi vertickt. Für einen Fünfer. Für einen Fünfer? Ja. Das ist total schick hier. Das ist echt schick. Keine Silvester. Normalerweise, wenn man was anhebt in so einem Studio, dann klebt's. Und dann ist so ein Aschenbecher hier. Nee. Ich rauche nicht. Wieso hat's bei uns geklebt? Bei euch war es total schön auch. Mhm. Nein, bei euch war es auch. Ach, komm, wir hocken uns mal hin. Genau. Willst du noch ein Foto machen, bevor dein Gesicht zerschnitten wird? Auf jeden Fall. Wie ist denn das Gesicht? Muss ich auch so machen. Eins, zwei. Ist so? Drei. Ja, ist genau so. Ist top. Ist echt genau so. Super. Ja. Oh, Digga. Zwischen die Augen. Oh. Voodoo, Digga. Du machst ja weiterhin Musik, Yves, ne? Ja. Aber jetzt unter deinem richtigen Namen. Richtig, wie du gerade gesagt hast, richtig. Und warum? Also warum jetzt als Yves Barkes? Warte mal, das Stück kriegst du hier. So zusammen war das halt cool, weil wir uns das mal ausgedacht haben. Und Tizi ist ja jetzt nicht so fern von Toni. Mhm. Aber ich konnte mich halt irgendwann gar nicht mehr mit dem Namen identifizieren. So, weil hat ja mit meinem richtigen Namen nichts zu tun. Und da habe ich mir gedacht, bisschen reifer jetzt. Und wie kam es dann damals überhaupt zu dem Namen? Also war es einfach nur, damit sie es mit Tizi reimt? Oder wie ist Tizi war tatsächlich als erstes da. Aber es konnte echt niemand aussprechen, der uns nicht kannte. Das war auch lustig. Cheesy haben wir mal gesagt. Cheesy? Cheesy. Schusi und Susi. Das Ganze. Susi und Strolch. Susi und Strolch. So, Digga, das ist jetzt mal dein Stück, Alter. Für dein Geschenk kriegst du erstmal. Ich glaube, das wird nichts, Freunde. Doch. Ach, hier ist noch Boden, wa? Ist den Boden mitgeschnitten? Hier. Digga, es wird ein. Ja. Danke. Danke. Hau rein, Digga. Guten Abend, genau deshalb klebt sie nicht, weil wir sowas sonst nicht machen. Wer ist der Nächste? Ja, also. Also, wenn du einen Teller hast, dann bin ich auch noch. Ja, gut, dann machen wir das. Machen wir das später. Aber wie schmeckt sie denn? Schmeckt der? Ja. Beschreib es. Bisweilen sehr gut. Und würdet ihr gerne noch mal irgendwie was zusammen machen? Oder macht ihr ab und zu was eigentlich noch Musik zusammen? Oder ist es jetzt nur noch Freundschaft? Er hat ja was auf dem aktuellen Album mit drauf gemacht. Mhm. So, da ist der Dankesong. Einen hab ich drauf. Aber Yves produziert ja viel selber und hat jetzt, wie gesagt, auch den Dankesong auf dem Album gemacht. Bin ich sehr stolz drauf, dass er drauf ist. Und auch einen meiner Lieblingssongs so auf dem Album produziert hat. Ich will ihn auch immer so ein bisschen mitziehen und pushen. Und das finde ich schön, dass das jetzt mit drauf ist, dass es geklappt hat. Wir gucken jetzt noch ein bisschen die wahnsinnig geheim gehaltenen Zizi und Tizi Akten aus der Vergangenheit auf dem Rechner. Wir verabschieden uns für heute, sehen uns aber natürlich in der nächsten Folge wieder. Dann mit dem Startrampe-Konzert von Tizi mit Special Guest. Also bis zum nächsten Mal. Guten Appetit. Tschüss. Ja? Haut rein. Yves Barkes, meine Damen und Herren, Zizi! Das nächste Mal bei Startrampe, die große Zizi und Tizi Reunion. Außerdem ein weiterer Special Guest, Kars von den Orsons. Wir sind Tizi und die Abartigen. Und ein Panda mit Fotoapparat. Tizi trifft Crow. Digital, ja, Mann. Aber was ihr beide... Okay. Was ihr beide...